Und herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Stream. Wir schreiben Allerheiligen, Dienstag, 1.11.2022 und wir sind wie immer pünktlich live auf diesem Kanal. Und jetzt war ich gerade abgelenkt. Ja, heute Abend fahren wir Dirt Rally Club Event Nummer 5 von 12. Und auf geht's los. In diesem Sinne, willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0 und dem etwas heiseren ollen Shuriken, der hier am Steuer sitzt. Ja, ich habe irgendwie ein Kloß im Hals. Frag mich nicht, wo der jetzt herkommt. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Jetzt kann mein Auge hier auf den Ausschlag. Ach, du hörst dich gut an. Okay, Jackie, schönen guten Abend. Ja, ich begrüße euch gleich. Ich muss hier gerade noch ein paar technische Dinge anpassen. Ich bin jetzt doch relativ in Zeitdruck gewesen, um hier pünktlich anzufangen. Gibt ja immer so ein paar kleinere Schwierigkeiten, wenn ich aus dem Rig streame. Wie zum Beispiel, dass ich total überstrahlt bin, aber ich denke, das geht klar. Mal versuchen, das ein bisschen runterzutonen. Ist die Frage, ob dann die Lenkradansicht noch funktioniert, weil das auch die Lampe ist, die das Lenkrad beleuchtet. Oh, ich denke, das geht klar. Ja, das machen wir so. Okay, so, dann würde ich sagen, ich begrüße zuallererst den lieben Deggy, der jetzt auch endlich zu uns gestoßen ist und gerade seine erste Chatnachricht hinterlassen hat und den Follow reingehauen hat und ist somit, glaube ich, Nummer 251. Yay, neuer Meilenstein. Wir haben schon ein Viertel von 1000 zusammen. Ja, schönen guten Abend auch Stone Age, der schon am Start ist. Und der liebe Stefan ist auch wieder da. Und natürlich die liebe Jackie. Und Bitworknet hat sich gerade eingeschaltet, der schon gefahren ist. Du bist doch ein hübscher Bub. Bitworknet, was willst du denn trinken? Ich habe leider nur Wasser. Sonst würde ich dich einladen. Ja, wir holen gerade mal die Tagesbelohnung ab vom letzten Mal. Es dürfte nicht so viel sein. Aber ein bisschen Kohle auf dem Konto kann ja nie schaden. Oh, schreibt die Jackie. Ich weiß aber gerade nicht den Kontext, auf was sich das Oh bezieht. Okay, immerhin 40.000. Nimmt man doch gerne mit. Muss doch mal schauen, was du hier lieferst. Ja, viel wird hier nicht geliefert, das sage ich gleich, ne? Ich fahre ja just for fun, siehst du ja auch an meinen Zeiten. Aber jetzt siehst du dann halt auch mal, wie es passiert, ne? Das ist doch auch mal was Schönes. So, dann klotzen wir doch direkt mal alle zusammen rein in den RaceNet Club, bevor wir uns dann mal auf die Teststrecke begeben. Ich werde wie immer so 2 von 4 Strecken Zeit fahren, um mich ein bisschen aufzuwärmen. Während die Jackie mir schon wieder ins Wort fällt. Mit was diesmal? Ach, guck mal, wie nett. Ach, guck mal, wie lieb. Das ist aber nett.
Guck mal, die Jackie hat dem Bitworknet ein Abo geschenkt. Das ist doch schön. Habe es heute schon geschafft zu fahren, Decky. Ja, deinen Namen habe ich vorhin kurz gelesen. Ich habe im Hintergrund hier die... Ich kann ja schon mal kurz anteasen. Hier liegt die Webseite. Aber wir wollen uns die Zeit noch nicht angucken. Da habe ich gesehen, Bitworknet schreibt, ich fahre meist übervorsichtig, um safe anzukommen. Ey, das ist genau mein Ding, Bitworknet. Da sind wir auf einer Wellenlänge mal wieder. Weil ich werde auch scherzhaft unter meinen Rallye-Kollegen der Schönfahrer genannt, weil ich oft langsam, aber halt schön ohne Schaden ins Ziel komme. Ich versuche zwischendurch aber auch immer mal wieder die wilde Sau rauszulassen und Spaß zu haben. Aber es gelingt mir nicht so wirklich, weil mein Hauptaugenmerk liegt wirklich darauf, die Karre heil ins Ziel zu bringen. Und das macht mir halt auch am meisten Spaß. Punkte sammeln ist besser als Risiko. Ja und nein. Ohne Risiko kann man hier halt auch nicht gewinnen. Ne? Das ist, wenn du mal guckst, wie Deggy und die anderen fahren, da wird halt, ich weiß nicht, ob die Jungs Abkürzungen kennen. Also es gibt ja viele Leute, die in Dirt Rally einiges an Abkürzungen wissen, wo man querfeld einfahren kann, ohne zurückgesetzt zu werden. Ich bin ja da zu faul, mir so Sachen, so Kenntnisse drauf zu schaffen. Aber die fahren schon halt ganz anders als wir Normalsterblichen. Also die, die die krassesten Zeiten haben, die kennen meistens die Strecken in- und auswendig und gehen dann ganz anders an die Sache ran. Ich bin ja so ein Gelegenheitsfahrer, ich fahre ja nur einmal die Woche und da ist es extrem schwer, da in diesen Gefilden zu fischen. Das stimmt, die sind aber vermutlich auch deutlich erfahrener. Ja, das meine ich ja mit, achso. Haben wir jetzt, ich hab's gesagt und du hast es zeitgleich geschrieben. So, dann schauen wir mal rein. Es geht heute nach Neuseeland, Hawke's Bay, um genauer zu sein. Und wir fahren am Anfang Te Awanga Forward, also vorwärts. Dann Waimarama Point, dann nochmal Te Awanga Sprint Forward. Und am Ende Ocean Beach. Das sind sehr, sehr lange Etappen teilweise. Mal eine Frage, wie reinigst du deine PS5? Mal eine Antwort, gar nicht. Also meine PS5, ich habe die aufgehabt, weil ich ja letztens die SSD reingeknallt habe. Das heißt, letztens ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Und da war so gut wie kein Staub drin. Also es gibt ja diese, du musst dir mal die Präsentation der PS5 auf YouTube angucken. Die haben ganz am Anfang noch, bevor sie rausgekommen ist, gezeigt, wo man den Staub absaugen muss. Da gibt es so ein Loch, wenn du die Seitenklappen abmachst, wo du den Staub wunderbar raussaugen kannst. Und dann kommt der auch aus den Kühlrippen und so raus. Da musst du mal schauen, Stefan. Meine Videos sind auf YouTube, sind bei YouTube ohne Abkürzungen. Ah, das ist doch gut, Deggy. Ja, ich wollte dir jetzt auch nichts unterstellen. Ich sag nur, die richtigen Cracks in Dirt, die halt hier die absoluten Traumzeiten fahren, wo ich zeitweise denke, wie kann der denn 2 Minuten schneller gewesen sein als ich auf der Strecke? Und dann sehe ich ein Video und der ist halt an so vielen Stellen geradeaus gefahren, wo ich um die Kurve musste. Und dann wundert mich das natürlich nicht. Nee, bei uns ist, glaube ich, keiner dabei, der so fährt. Höchstens der eine Typ, der letztens über 2 Minuten schneller war als der schnellste von uns. Dem würde ich fast unterstellen, dass der abgekürzt hat. Ich wollte die Seitenteile entfernen und säubern. Ja, mach das doch. Die gehen ja sau einfach ab. Guck dir aber vorher ein Video an, nicht, dass du aus Versehen so eins von den Zähnchen abbrichst. Die gehen super einfach runter, wenn man weiß, an welcher Ecke man ziehen muss und wie viel Kraft man aufwendet. Genau, Leonidas hieß der Bitwork. Genau, danke. Mir ist es gerade nicht eingefallen. Ich wollte jetzt nicht nachschauen. Ja, der hat sehr, sehr krasse Zeiten. Wir können ja mal ganz kurz reingucken. Der ist wirklich so schnell. Kennst du den? Legst du dafür deine Hand ins Feuer oder hast du den schon fahren sehen? Dann nehme ich alles zurück, weil der war ja beim letzten Event verdammt schnell. Wo ist jetzt meine Maus? Wir können ja nochmal reinschauen. Er hat in Event 4 hat der hier. Der hat eine Gesamt-Eventzeit von nur 14 Minuten gehabt, ne? Das ist halt schon krass. Und er hat hier teilweise Stages abgeliefert.
2:22, da war der einfach mal 7 Sekunden schneller als Lucifer, der ja wirklich schon eine Kanone ist. Zweite auch. 8 Sekunden schneller als Airplayer. Dritte. Wo ist es da? Alter, guck dir mal die Zeiten an. 6:19 zu 6:32. Also absolut krank. Richtig kranke Zeiten. Und hier nochmal 5 Sekunden schneller als Lucifer. Also der ist schon richtig gut. Also wenn der ohne Abkürzung fährt, dann holla die Waldfee. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. So. Fahre in Clubs, wo die Spitze ihre Fahrten zeigen müssen, damit Cheaten nicht vorkommt. Okay, das ist schön. Fahre gegen ihn in anderen Clubs. Ah, okay. Genau, Festplatte muss ich morgen auch einbauen. Ja, das war ja super easy. Eine Schraube. Ich hoffe, du hast eine gekauft mit einem Kühlkörper, weil ein Kumpel von mir hatte eine ohne Kühlkörper und das würde ich nicht empfehlen. Ja, wenn er es so drauf hat, ne? Gut, so, also, wir haben jetzt erstmal, Deggy, kurze technische Frage. Wir haben 3 Servicepunkte. Bist du mit Medium oder bist du mit Weichreifen gefahren? Ist ja jetzt kein großer Vorteil, aber ich bin so unerfahren, ich würde jetzt auf Medium wechseln, weil die Strecken so lange sind. Weiß aber nicht, wie stark der Tire Wear ist, hier in Neuseeland. Weil ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wie der Untergrund ist. Bin ich so lange nicht gefahren. Also ich würde vom Gefühl her auf Mediums gehen. Die Seitenteile sind voll teuer, ja, finde ich auch. Du bist mit Soft gefahren, okay? Ja, gut, dann fahre ich auch mit Soft. Also dann starten wir hier mit Soft. Da machen wir Soft drauf. Und hier machen wir dann Mediums drauf, um die dritte und die vierte Etappe zu fahren. Ne? Weil vor der vierten kommt ja kein Servicepunkt mehr. Oder hab ich jetzt einen Denkfehler drin? Kühlkörper, wozu? Ich stehe daneben und puste. Ja, kannst du gerne machen. Versuch die mal ohne Kühlkörper einzubauen. Besorg dir aber vorher so ein cooles Thermometer, damit du die Hitze messen kannst. Da entstehen Temperaturen, die kannst du dir nicht mal in deinen kühnsten Träumen ausdenken. Schönen guten Abend, Gandalf, übrigens. Klar, mit Kühlkörper. Was für ein Fabrikat? Ich bin so neugierig, weil ich habe eine WD Black gekauft und ich bin unfassbar zufrieden. Ich habe die 2 Terabyte genommen. Die ist super schnell und die verrichtet absolut einen guten Dienst. Und ich habe sie gekauft, bevor sie PS5 gebrandet waren. Da war die nämlich mit 209 Euro im Angebot und jetzt kostet sie überall über 300. Ich lasse mir von meiner Frau demnächst was platten. Was optisch ein bisschen mehr gemacht, findet die PS5 weiß am schönsten. Ah. Bin alle 4 mit Soft gefahren. Okay, warte mal. Aber wir haben ja nur unser. Ach so, ja, der Servicepunkt ist ja am Ende, oder? Das heißt, du hast 3-mal Reifen gewechselt. Ah, die hast du auch nur als 1 Terabyte. Okay, verstehe. Ach, plotten. Du lässt dir was plotten. Ich lass mir was platten. Ich dachte so, huch. Okay, cool. Ja, warum nicht? Kann man ja auch plotten und bekleben. Sieht auch gut aus. So, bevor wir hier den ganzen Abend uns unterhalten und die Zuschauer, die mich nur fahren sehen wollen, die Krise bekommen, gehen wir jetzt mal ins Zeitfahren rein, gehen in Neuseeland, nehmen einfach mal die erste Etappe, bestätigen, nehmen den BMW M3. Also, wir fahren in der H3 Heckantriebsklasse. Die besteht aus folgenden Fahrzeugen, also wie gesagt aus dem BMW. Aus dem Ascona, oder was ist das hier? Genau, Ascona 400. Aus dem Lancia Stratos, mit dem ich ja letztens im Tagesevent so meine Probleme hatte. Also der geht für mich gar nicht. Dann haben wir hier den formschönen Datsun 240Z. Der fährt sich ganz gut eigentlich. Den Renault R5 Turbo. Den fahre ich eigentlich auch gerne. Hat aber einen relativ geringen Radstand und ich neige dann dazu, das Heck rauszuballern. Ich mag es lieber, wenn die Autos ein bisschen länger sind. Wenn es jetzt Argentinien wäre mit den engen Kurven, wäre der vielleicht gut, aber in Neuseeland nehme ich einen anderen. Ja, und wir haben den Cosworth. Das ist ja so ein Klassiker. Das ist halt brachiales Teil, brutale Gewalt.
liegt mir leider nicht so. Ich kann nicht genau sagen, an was es liegt. Ich mag das Handling nicht. Ist ein cooles Auto, ich finde ihn geil. Aber ja, ich fahre BMW M3. Das Geld, Manuel, das Geld musste in Inspektion machen. Okay. Der M3 echt sehr angenehm zu fahren, besser als der Datsun. Der R5 ist die Hölle. Ja, der ist echt schwer zu kontrollieren. Aber der geht halt auch ab wie Schmitz Katze. Ja. Das ist schon ein cooles Auto. So, dann schauen wir mal, wie wir uns in Hawke's Bay so anstellen. So, gehen mal ins Tuning. Ich habe für den ein Tuning, das bin ich auch schon in Neuseeland gefahren. Ist zwar eine halbe Ewigkeit her, aber macht nichts. So, Weichreifen und direkt an den Start. So, ja, ich muss mich dran gewöhnen, dass die Tanja hier, wenn man nicht im Event ist, keine Ansagen macht vor dem Start. So, hier bin ich. Ich fahre jetzt erstmal ohne Handschuhe und später im Event fahre ich dann mit. Einfach mal, um ein bisschen warm zu werden. Ich denke, ein Terabyte reicht erstmal. Ah, wenn du noch eine externe Platte hast, würde ich sagen ja. Aber ich denke, du bist relativ schnell am Limit. Ja? Also ich habe einen 2 Terabyte intern und habe noch eine 1 Terabyte extern. Und die kriege ich schon voll. 5, 4, 3, 2, 1, los. 1 rechts, sehr lang. Macht auf, 30. 1 links, macht zu. 30. 4 links, don't cut. In 3 rechts. In Achtung, don't cut, 3 links. 50 über Kuppe, 1 rechts, macht zu. Macht auf, in Abzweig, links 1 verdeckt, don't cut, macht zu. Und 3 rechts, macht auf, 2 links, in 3 rechts, macht auf, in 1 links, macht zu. Und Gabel 3 rechts. In sofort Gabel links 4 über Kuppe. Macht auf lang, don't cut, macht zu 2. In cut maybe 4 rechts. Oh shit. 30. Diese Grasnarben finde ich ja furchtbar links. Bei der Strecke, wie die reinhauen. In 3 rechts macht auf, 30. Kehre rechts weit. In 3 links. In 5 rechts, in 4 links, sehr lang, macht auf, 30. Wow, 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 bleib da, ey. Echt stark. In 3 links, in Gabel, 2 rechts, macht auf, in 4 links, macht auf, sehr lang, macht zu, über Kuppe. Der geht aber gut hinten weg, ey, mein lieber Freund. Also ich tue mir da gerade ein bisschen schwer. Macht auf. In 2 links, macht zu, don't cut, in 6 rechts. Und 3 links, don't cut, durch Gatter eng. Macht auf, über Kuppe. In 6 rechts, über Kuppe. In 3 links, macht zu, don't cut. In 6 rechts. In 4 links, don't cut. In 5 rechts, 20. 4 links in langsam, 2 rechts, sehr lang. Macht auf, über Kuppe. In 4 links, 20. Rechts halten, über Kuppe. Schade, schade. Verdeckt, links kehre weit. In
rechts und 6 links. In 2 rechts, mach zu. In 2 links, mach zu. In 4 rechts, macht auf über Kuppe. In 6 links, lang. In 5 rechts, lang, mach zu 3. In 5 links, don't cut. Und rechts halten für 30, 6 links, über Kuppe lang, mach zu 3, don't cut, in 1 rechts, in don't cut, 3 links, 20, 6 Schenger. Rechts, in langsam, 1 links, mach zu, in 1 rechts, mach zu, macht auf, 60, über Kuppe, langsam, 2 links, mach zu, eng. 30, 4 links, mach zu, in 5 rechts. In 4 links, in 2 rechts lang, macht auf. In 6 rechts, über Kuppe. In 1 links lang, mach zu. In 2 rechts, macht auf über Kuppe. Wow. Und 4 links, macht zu 2. In 1 rechts, macht auf. In 2 links. In 1 rechts lang, macht auf. In 4 links, sehr lang, macht zu, macht auf, don't cut. Wow. In 6 rechts, don't cut, in Gabel, 2 links lang, macht auf, macht zu 3, in 3 rechts, macht zu, 6 links, 6 rechts, in 1 links, macht zu. In 6 rechts und links halten, in 1 rechts lang, macht auf. In voll links, 30, 5 rechts lang, macht auf über Kuppe. In 4 links, in 3 rechts, in Achtung, 4 links lang, macht zu 3, don't cut, durch Tor eng. Macht auf, 30, 3 links lang, macht zu, in 5 rechts eng, 2 links, macht zu. In 6 rechts, in 4 links, in Achtung, 5 rechts lang, mach zu, 1. In 6 links, über Kuppe, macht auf, rechts halten, für 60. 3 links. In 4 rechts. 4 links, sehr lang. 80. 2 rechts, macht zu. Macht auf. In 3 links lang. In 4 rechts, über Kuppe. In 1 rechts, macht zu. Macht auf. In 3 links. In 5 rechts. In Don't Cut, 4 links, sehr lang, macht auf. Und 5 rechts, über Kuppe, macht auf, lang. Über Kuppe, durch Gatter eng. Und links halten, über Kuppe, in 4 rechts, in langsam, 2 links, macht zu, Don't Cut. In 3 rechts, über Kuppe, in Don't Cut, 1 links, verdeckt, lang, macht zu. Rechts halten für 30, don't cut, 5 links, in don't cut, 1 rechts lang, macht auf, in 2 links, macht zu, in 1 rechts, macht auf, über Kuppe, in 3 links und 5 rechts, über Kuppe, macht auf, lang, über Kuppe, langsam, 4 links lang, mach zu, 1.
Bürgersteig 1 rechts. Links halten für 40, 5 rechts über Kuppe, sehr lang, mach zu. In 4 links lang, Achtung, macht sehr zu. In 4 rechts, macht auf über Kuppe, 30. 5 links, macht zu über Kuppe, in 5 rechts. In 3 links, macht zu. Wuhuhu. In Cut, 6 rechts über Kuppe lang, in langsam abzweigen. Eieieiei, wie unangenehm. Don't cut. Schade, bis hierhin war es eigentlich ganz okay. Habe ich nicht gehört, was hier ist. 6 rechts über Kuppe und Sprung. Langsam 20, don't cut, rechts kehre weit. Macht auf. Rechts halten für 30, Kuppe. 3 links lang, macht auf. In 4 rechts lang, macht auf über Kuppe. In 3 links. Macht auf über Kuppe und Sprung, maybe. Über Ziel zum Stopp. Eieieiei. Das war aber eine Zitterpartie. Mein lieber Freund. So, wartet mal, wo war ich denn stehen geblieben? Da geht ja ganz schön was los. Ich muss ja hochspulen, oder? Hochscrollen sogar. Übrigens, die neuen PS Plus Games sind schon da, aber nicht die monatlichen Spiele, oder? Ach so, doch, heute ist der 1.11. Cool, danke für die Erinnerung. Da ist, glaube ich, sogar das eine oder andere dabei, was ich mal zocken wollte. Ist da nicht Lego Harry Potter dabei? Da habe ich voll Bock drauf. Klingt blöd, ist aber so. Ja, schönen guten Abend, Klappschmier, der ist in der Zwischenzeit gekommen. Hab ja noch die 667 GB von der PS5. Ja, das, ist ein guter Gag. Ja. Aber gucken, wie groß God of War wird. Ja, das wird schon ziemlich groß. Moin, Klappschmier. Heißt du nicht auch Stefan? Hi, Stefan. Korrekt. Bitworknet heißt auch Stefan. Jawohl. Und Southwest auch. Genau, das hat sich der Stefan gemerkt. Jo, hört man dank Manu ja immer wieder mal. Ja, Southwest halt auch ein Kumpel. Ja. Mutti wird hinten ordentlich durchgeschüttelt, ja. Plus ordentliche Beschallung. Aber sowas von. War es laut? Ich weiß jetzt nicht, wegen dem Game Sound. Hat man mich noch gehört während dem Fahren oder soll ich den Game Sound ein bisschen leiser machen? Hatte in der ersten Etappe auch so einen fiesen Bock drin. Okay, wir gucken gleich mal, wie die Zeiten von euch waren in der ersten Etappe. Ich fand, das passte soweit. Okay, cool. Danke. Thank you for the feedback. Ich gehe mal zur Sicherheit nochmal so 1,5 dB runter. Nur um sicher zu sein. So, dann schauen wir doch mal rein, wie die Herren und Damen in der Stage 1 so abgeschnitten haben. Ich habe gefahren eine 9,38. Damit wäre ich zwischen Vichorek 25, also B Vichor 25 und Bitworknet würde ich mich ansiedeln. Also das ist auch so ungefähr meine Geschwindigkeit. Das wäre solider Platz 7 von 11 zurzeit. Sind ja noch nicht alle gefahren. Ich denke, das wäre ganz gut. Mir reicht es auch an Warmfahren, weil die Strecken sind so lange. Ich will euch da jetzt auch nicht den ganzen Abend mit Warmfahren nerven. Außerdem will ich spätestens um 11 hier raus sein. Ne? Muss ja morgen wieder arbeiten. So, okay, gut. Dann wissen wir Bescheid. Dann gehen wir jetzt einfach rein ins Vergnügen und hoffen auf das Beste. Ich gehe mal davon aus. Ja, vielen Dank. Viel Erfolg, hat der Deggy geschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass ich den einen oder anderen Reifen zerschießen werde, weil wegen diesen Grasnarben, da ballere ich öfter mal dran. Und generell, weil ich einfach die Strecken nicht mehr weiß und dann kennt man die Risikopunkte nicht so.
Und ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Macht aber Bock, ist aber schon sehr, sehr viel Gegenlenken angesagt bei dem BMW auf dem sandigen Untergrund. Das habe ich eben schon gemerkt. So, also. Fahrzeug reparieren müssen wir, glaube ich, nicht. Der ist fresh. Da bin ich mir nie sicher, ob er das Tuning jetzt übernommen hat aus der Practice oder ob ich das jetzt neu einstellen muss. So, wir gehen auf die weichen Reifen, nehmen aber ein Ersatzrad mit, weil heckgetrieben, da ist immer gut, wenn man ein bisschen mehr Gewicht hinten drin hat. Und dann gehen wir gleich auf Start. Der Papa zieht sich mal Handschuhe an, damit es nicht so rutscht. Und dann schauen wir mal. So, wünscht mir Glück und euch viel Vergnügen. Ich werde leider nicht auf den Chat schauen können. Die Etappen sind recht lang. Haltet durch, es geht vorbei. So, bei mir wahrscheinlich eher früher als später. So, RT, was Start. Ist das eigentlich für ein Kennzeichen? Sehr lang, macht auf 30, 1 links, macht zu. Viel Glück. Danke, Tanja. Beziehungsweise Mutti. Reutling, alles klar, danke. 5, 4, 3, 2, 1, los. 1 rechts, sehr lang, macht auf 30. 1 links, macht zu. 30, 4 links, don't cut, in 3 rechts. In Achtung, don't cut, 3 links. 50 über Kuppe, 1 rechts, macht zu. Macht auf, in Abzweig, links 1 verdeckt, don't cut, macht zu. Und 3 rechts, macht auf. 2 links. In 3 rechts, macht auf. In 1 links, macht zu. Und Gabel 3 rechts. In sofort Gabel links 4 über Kuppe. Macht auf lang, don't cut. Macht zu 2. In cut maybe 4 rechts. 30. 3 links. In 3 rechts macht auf. 30. Kehre rechts weit. In 3 links. In 5 rechts, in 4 links, sehr lang, macht auf, 30. Drei rechts, in 3 links, in Gabel 2 rechts, macht auf, in 4 links, macht auf, sehr lang, macht zu, über Kuppe. In 3 rechts lang, don't cut. Macht auf. In 2 links, macht zu, don't cut. In 6 rechts. Und 3 links, don't cut, durch Gatter eng. Macht auf, über Kuppe. In 6 rechts, über Kuppe. In 3 links, macht zu, don't cut. In 6 rechts. In 4 links, don't cut. In 5 rechts, 20. 4 links in langsam. 2 rechts, sehr lang. Macht auf, über Kuppe. In 4 links, 20. Rechts halten, über Kuppe. Abzweig verdeckt, links kehre weit. Da war ich viel zu schnell. Oi. Alles abgeräumt. In 5 links, 30. 4 links lang, macht zu. In 6 rechts. Und 6 links. In 2 rechts, macht zu. In 2 links, macht zu. In 4 rechts, macht auf über Kuppe. In 6 links lang, in 5 rechts lang, macht zu 3.
in 5 links, don't cut und rechts halten für 30, 6 links über Kuppe lang, Macht zu 3, don't cut, in 1 rechts, in don't cut, 3 links, 20, 6 rechts in langsam, 1 links, Macht zu, in 1 rechts, Macht zu, Macht auf, 60 über Kuppe, langsam, 2 links, Macht zu, eng, 30, 4 links, Macht zu, in 5 rechts, in 4 links, in 2 rechts lang, Macht auf, 6 rechts über Kuppe, in 1 links lang, Macht zu, in 2 rechts, Macht auf über Kuppe und 4 links, Macht zu, 2, in 1 rechts, Macht auf, in 2 links, in 1 rechts lang, Macht auf, in 4 links sehr lang, Macht zu, Macht auf, don't cut, in 6 rechts, don't cut, in Gabel 2 links lang, Macht auf, Macht zu, 3, nein, 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 in 3 rechts, Macht zu, 6 links, 6 rechts, in 1 links, Macht zu, in 6 rechts und links halten, in 1 rechts lang. Macht magnetischen auf. Felsen nerven. In voll links, merk richtig, wie es mich da hinzieht, ne? Lang, Macht auf, mit diesen Lehmwänden da oder was das ist. In 4 links, in 3 rechts, in Achtung, 4 links lang, Macht zu, 3, don't cut, durch Tor eng, Macht auf, 30, 3 links lang, Macht zu, in 5 rechts eng, 2 links, Macht zu, in 6 rechts, in 4 links, in Achtung, 5 rechts lang, Macht zu, 1, in 6 links über Kuppe, Macht auf, rechts halten, für 60, 3 links, in 4 rechts, 4 links, sehr lang. Boah. Alter, was eine Heckschleuder. Unglaublich. 2 rechts, Macht zu, Macht auf, in 3 links, lang, in 4 rechts, über Kuppe, in 1 rechts, Macht zu, Macht auf, in 3 links, in 5 rechts, in don't cut, 4 links, sehr lang, Macht auf, und 5 rechts, über Kuppe, Macht auf, lang, über Kuppe, durch Gatter eng, und links halten, über Kuppe, in 4 rechts, in langsam, 2 links, Macht zu, don't cut, in 3 rechts über Kuppe, in don't cut, 1 links, verdeckt lang, Macht zu, rechts halten für 30, don't cut, 5 links, in don't cut, 1 rechts lang, Macht auf, in 2 links, Macht zu, in 1 rechts, Macht auf über Kuppe, in 3 links und 5 rechts, über Kuppe, Macht auf, lang, über Kuppe, langsam, 4 links lang, Macht zu, 1, Macht zu, in Abzweig, 1 rechts, links halten, für 40, 5 rechts, über Kuppe, sehr lang, Macht zu, in 4 links lang, Achtung, Macht sehr zu. In 4 rechts, Macht auf über Kuppe, 30,
5 links, mach zu, über Kuppe in 5 rechts. In 3 links, mach zu. In Cut, 6 rechts, über Kuppe lang, in langsam, Abzweig, verdeckt, links kehre, weit, don't cut. In 6 rechts, über Kuppe und Sprung, langsam, Mann. 20, don't Hallo. Cut, rechts kehre, weit. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Wie mir die Karre abhaut. Jetzt bin ich völlig raus, ey. Scheiße. Fuck. War ich völlig aus der Konzentration gerade raus. Ah! Okay, das war eine ziemliche Krampf-Angelegenheit. Ich war langsamer als in der Proberunde. Und jetzt ist mir ganz warm. Aber das rote Gesicht liegt an der roten Jacke von dem Typen eben. So, ist das Spiel auch für Anfänger? Nein. Naja, angeblich mit das schwerste Rallye-Spiel. Bin mir aber nicht sicher, ob es so schwer ist. Dann lieber nicht. Man kann sich ganz viele Fahrhilfen einstellen. Also ich würde mich da nicht verrückt machen. Das kann man ja schon für einen schmalen Taler schießen. Ich weiß gar nicht, ob es das vielleicht sogar für PS Plus Kunden mittlerweile kostenlos gibt. Auf dem PC habe ich es letztens gesehen für 2 Euro oder 3 Euro. Also von daher würde ich mich da gar nicht verrückt machen. Einfach mal ausprobieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das Geile an Dirt für mich war, ich habe angefangen, Dirt Rally 2.0 zu spielen mit dem Controller, mit Automatik. Ne, mit Fahrhilfen. So. Dann habe ich irgendwann Lenkrad bekommen. Dann habe ich Dirt gespielt mit Lenkrad, mit Automatik, mit Fahrhilfen. Und dann habe ich so peu à peu die Fahrhilfen ein bisschen rausgenommen. Dann habe ich irgendwann angefangen, die Handbremse öfter einzusetzen. Und dann habe ich mich irgendwann getraut, mit Schaltung zu fahren. Und seitdem gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Also ich könnte mir nie wieder vorstellen, das Spiel ohne Lenkrad zu spielen oder ohne selbst zu schalten. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht dafür gemacht, dass man mit Automatik fährt. Aber es funktioniert trotzdem, ja. Ja, mit Lenkrad ist man klar im Vorteil, das stimmt. Aber es lässt sich durchaus auch mit Gamepad spielen. Wir haben sogar hier im Dirt Rally Club 1-2 Leute, die immer noch mit Gamepad spielen. Ich fahre mit Controller. Ah, Bitwork.net fährt sogar mit Controller, da siehst du es mal. So, dann schauen wir mal. Der Deggy ist natürlich auf Platz 1, deswegen ist er heute Abend auch hier, um zuzuschauen. Der Airplayer 73 auf Platz 2, Uri auf Platz 3, da sind wir schon bei fast 8,30. Gruberlohn hat die 8,30 geknackt, El Centino war ganz gut, 9,07, wesentlich schneller als ich. Nils ist jetzt auch dabei, Nils Gaming 66, das freut mich sehr, ist einer meiner Zuschauer. Ja, dann kommt meine Wenigkeit mit 9,31, nach mir der Vichorek 25 mit 9,34, dann schon der Bitwork.net. Beziehungsweise hier heißt der BigBit. Dann Semmelbösel, auch einer meiner Zuschauer. Dann der Dude73, ist glaube ich auch ein Zuschauer von mir. Und dann der Westland auf Platz 12 und auf Platz 13 der Strohjunge. Den kenne ich noch gar nicht, der muss neu sein. Das unterschreibe ich. Ist ein Virus im Positiven gemeint. Bin auch wieder voll angefixt. Ja, es ist schon ein schönes Spiel. Die ganze Präsentation ist schön. Es spielt sich gut, also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich verbringe nur nicht so viel Zeit darin, ganz ehrlich, weil ich es oft sehr anstrengend finde. Auch heute Abend merke ich, dass ich mir ein bisschen schwer tue, aber das geht rum. Es ist halt schon Arbeit, gerade wenn man mit Lenkrad arbeitet, mit Schaltungen so, da hat man schon gut zu tun. Ja, das ist nicht einfach und man muss halt konzentriert bleiben, dass man die Ansagen nicht verpasst, weil sonst steht man wie ich vorhin da. Und weiß dann nicht mehr, huch, was kommt denn jetzt eigentlich? Ich wusste nur noch, dass es nach links geht, aber ich wusste nicht mehr, wie stark es nach links geht.
So, was haben wir? Karosserie, ansonsten... Oh, die Lichter. Die Lichter reparieren wir, weil es kann sein, dass die... Weil das so lange Etappen sind, dass es vielleicht doch in die Nacht reingeht. Oder in die Abendstunden. Ich habe jetzt gar nicht auf die Startzeiten geachtet. So, wir gehen nochmal auf die weichen Reifen. Brauche ich nicht. Okay, danke. Ja, danke für den Spoiler. Ich hätte es wahrscheinlich gesehen, wenn ich jetzt gleich geschaut hätte. Aber manche Rennen gehen ja in die Nacht rein, deswegen muss man immer ein bisschen schauen. Aber so sieht er auch schöner aus. Okay, Rallye ist ein Leistungssport. Start. Ja, mit Sicherheit. Wenn man es richtig macht, dann kann man da schon gut ins Schwitzen kommen. Aber ich muss mich ja noch ein bisschen schonen wegen meinem Magen, beziehungsweise Darm, meinen Bauchmuskeln. Da muss ich ein bisschen Vorsicht walten lassen. Deswegen gebe ich hier nicht 100%. Aber wir gucken mal, wie es läuft. So, drück mir die Daumen. 5, 4, 3, 2, 1, los. 40, 6 links, in 3 rechts lang, macht auf. 30, 3 rechts lang, macht zu, in sofort Abzweig, 2 links. 50, 2 rechts lang, mach zu, in 3 links. 3 rechts, 30, 4 links lang, mach zu langsam, 30, 6 links, mach zu, Abzweig 2 links. 3 rechts lang, mach zu, 30, 4 links über Kuppe, small cut maybe, 30, 3 rechts lang, mach zu 2, 30, 3 links, 60, Gabel, 5 rechts, extra lang, macht auf voll, über Kuppe, 80, 4 links, Übersprung, in Small Cut, 4 rechts lang, in 6 links, über Kuppe lang, macht zu 3, in 2 rechts, in 2 links lang, mach zu. In 5 rechts, mach zu 4, extra lang, mach zu. In 4 links und 3 links, mach zu. In rechts halten, in 6 links und rechts halten, in 5 links lang. In links 4, mach zu, 30. 4 rechts lang, macht auf, 30, 5 rechts lang, macht zu über Welle, in 4 links lang, macht zu eng, 100, 5 links über Welle, in 3 rechts verdeckt, lang, macht auf, 30, rechts halten, in leichte links und 4 rechts eng, in 6 links und 3 links, don't cut, über Kuppe, in Abzweig 2 rechts, lang, macht auf, über Kuppe und links halten, in 5 rechts, small cut, 30, 4 links lang, macht auf, 40, rechts halten, Übersprung, maybe, in 5 links lang, 50, links halten, in 5 rechts lang, weit, Übersprung, maybe, in 6 links über Kuppe lang, in 6 rechts eng, in 5 links extra lang, macht auf, rechts halten über großen Sprung, auf Kuppe, in 6 links lang, macht zu, 70, links halten, in 5 rechts sehr lang, 50, 6 links extra lang, macht zu, 3, 30, oh, oh, oh. Alter. 2 rechts lang. Dieser dämliche Zaun des Todes. In 4 links, macht auf. In rechts kehre, weit, lang. Macht auf. In 6 links. In 5 rechts. In 6 links lang, macht zu über Kuppe. In 5 rechts lang, macht zu.
In 2 links verdeckt, extra lang, macht auf. In 4 rechts, small cut. In 4 links lang, macht auf über Kuppe, in 6 rechts, 70. Cut, 6 rechts, in 5 links lang, über Kuppe eng. In 4 rechts, in 2 links, macht zu, in Abzweig 3 rechts. 50. Entschuldigung. Voll links, Übersprung, maybe, eng. 50, 6 links, über Welle. In Cut 6 rechts, in 6 links lang, macht auf über Kuppe, 120, 6 links extra lang, macht zu über Sprung, in 4 rechts, langsam 30, Gabel Cut 2 rechts, macht auf, 250, 250, voll mittig, über Kuppe eng, 80, 4 links, don't cut, langsam, 50, Abzweig, 1 rechts, macht auf, 70, komm aus dem Quark, Mann, 6 rechts, in 6 links lang, 150, 3 links lang, macht auf, über Kuppe, in 3 rechts lang, macht zu. 4 links, 60. 6 rechts, in 5 links, macht zu. In 3 rechts, macht zu. 30, 5 links lang, macht zu, 2. 30, Abzweig, 3 rechts, mach zu. 50, 4 links, extra lang, mach zu. 150. 4 links. Voll rechts, über Kuppe lang, 30. 30, 6 links, über Sprung lang, 30. Langsam 6 links über Kuppe, 30 Abzweig, 1 links. 120. 6 rechts, in 3 links verdeckt, lang, mach zu. In 5 rechts lang, mach zu 3. In Don't Cut 2 links, 30 über Kuppe. In 3 rechts lang, 50. Rechts halten, in 6 links, 30. 4 rechts lang über Kuppe, 30. 5 links extra lang über Kuppe, 50. Rechts halten über Kuppe, 140. Langsam, 5 links, mach zu, in 3 rechts lang. In Don't Cut 4 links, in 4 rechts lang, mach zu, 30, voll links und rechts halten. Nein, nicht so voll links, ey. Zaun. 50, dieser dämliche Zaun, ey, der zieht mich magisch an. Rechts, small cut, 30, Nase juckt. 6 links lang, schlechter Zeitpunkt. 6 rechts über Kuppe, extra, extra lang. Kuttel langsam und 6 links lang, mach zu 1, mach zu. 40, 1 rechts lang, 50. 3 rechts lang. Ah, das lang, war die. In 5 links lang. Die sind wir vorhin umgekehrt zu, gefahren, also von der anderen Seite. Die Kurve. In 2 rechts, lang, macht auf, 6 lang, in 4 links, in langsam, 4 rechts und 1 links lang, macht zu, 50,
Kuppe voll. 50 links halten über Kuppe. 30, 1 rechts. Verdeckt. Lang. In 5 links über Kuppe. In 3 rechts lang. 80. Links, lang, 30, Kuppe und 6 rechts, 50, 5 links lang, in 1 rechts, verdeckt, macht zu, macht auf, lang, 50, 1 links, macht zu über Kuppe, 30, Abzweig, 2 rechts verdeckt, macht auf, 100. 3 rechts lang. In 3 links lang, macht zu 1 lang, macht zu, Small Cut. In 1 rechts, 30, 4 links lang, macht auf über Kuppe, 40. 5 links und 3 rechts über Kuppe, über Ziel. Wow, wow, wow. Am Schluss beinahe noch einen Unfall gebaut. Okay. Da bin ich mal gespannt, was das war. So, wo war ich? Bin auch wieder voll angefixt. Rallye ist ein Leistungssport, das hatten wir. Brauchst nicht, hatten wir auch. Ausnahmsweise nicht in die Nacht, hatten wir auch. Stark gefahren, schreibt der Bitworknet. Okay, das kam mir gar nicht so vor. Ich war an sehr vielen Stellen sehr, sehr langsam. Hab aber ein paar Plätze gut gemacht, sehe ich gerade. Da hat wohl der ein oder andere DNF gehabt. Der Strohjunge zum Beispiel. Der hat hier 60 Minuten Eventzeit, der scheint irgendwo rausgeflogen zu sein. Das ist immer so ein Indikator, dass er DNF gegangen ist. Also, Deggy weiterhin auf Platz 1 mit schönen 17 Minuten und 42 Sekunden Gesamt-Eventzeit. Wir können uns ja mal die Rundenzeit anschauen. Und zwar hier. So, Stage 2. Genau, da haben wir es. Deggy hat 9 Minuten 19 gebraucht, Uri 9,21, Airplayer 9,27, El Centino 10,32, Semmelbösel 10,51. Achso, da bin ich noch nicht dabei. Warum bin ich da noch nicht dabei? Ach, das ist ja schade. Nee, komm, dann schauen wir es uns doch hier an. Okay, also El Centino auf Platz 4 mit einer Gesamtzeit von 19,39, ich auf Platz 4. 5 mit 1948 bin sie 9 Sekunden hinter El Centino. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen. Semmelbösel ist mit dem Cosworth gefahren auf 2040. Dann der Big Bit, dann der Dude, Westland, Nils Gaming, der Vichorek und der Strohjunge ist leider das Schlusslicht. Der hat Pech gehabt an der Stelle. Ja, sehr schade. Ist immer blöd, wenn einer DNF geht. Aber ja. Man fährt es dann trotzdem zu Ende, wenn man kann. Aber ich glaube, DNF kann auch bedeuten, dass das komplette Event fertig ist. El Centino, guten Abend, bin gerade fertig. Cool, dann sind wir parallel gefahren, Centinochen. Du bist besser gefahren als ich, habe ich jetzt schon gesehen nach den ersten 2 Etappen. Hast wohl einen guten Tag erwischt oder ich einen weniger guten. Aber sei dir natürlich gegönnt. Hi, Elz. Hi, Elz. Elzchen! Ah, okay, hab's noch nicht gesehen. Ach so, bist gerade erst gekommen. Ja. Kannst ja dann nach der Etappe, siehst du es dann nochmal, wie es aktuell steht. Ich baller direkt rein. Start. Ich will's hinter mich bringen. Ich merke nämlich, dass ich müde werde und dann schwindet meine Aufmerksamkeit. Viel Glück. Und die brauchen wir hier. So, Lenkradansicht. So, wünscht mir Glück. Und auf geht's los. 5, 4, 3, 2,
1, los. 1 rechts, sehr lang. Ey, wieso ist denn hier so nass? Macht auf. Fahrbahn ist nass. 30. Wie unangenehm. Direkt am Schlupf gemerkt. 1 links, mach zu. 30. 4 links, don't cut. In 3 rechts. In Alter, Achtung, wie die Reifen durchdrehen. 3 links. 50 über Kuppe, 1 rechts, mach zu. Macht auf, in Abzweig, links 1 verdeckt, don't cut. Hallo. Mach zu. Und 3 rechts, macht auf. 2 links. In 3 rechts, macht auf. In 1 links, macht zu. Und Gabel 3 rechts. In sofort Gabel. Was für eine Rutschpartie! Sieht geil aus mit den Pfützen, mit den Reflexionen, das sieht sehr schön aus. Aber es fährt sich nicht so toll. 30. 3 links. In 3 rechts macht auf. 30. Oh, oh. Kehre rechts weit. In 3 links. In 5 rechts. In 4 links. Sehr lang. Macht auf. 30. Gabel 2 rechts, macht auf, in 4 links, macht auf, sehr lang, macht zu, über Kuppe, in 3 rechts lang, don't cut, macht auf. Scheiße. Ach Mann. Das war jetzt echt unnötig. Hallo. In 2 links, mach zu, don't cut. In 6 rechts. Und 3 links, don't cut durch Gattereng. Macht auf über Kuppe. In 6 rechts über Kuppe. In 3 links, mach zu, don't cut. In 6 rechts. In 4 links, don't cut. In 5 rechts, 20. 4 links in langsam, 2 rechts, sehr lang. Macht auf, über Kuppe. In 4 links, 20. Rechts halten, über Kuppe. Abzweig verdeckt, links kehre weit. Und 6 links, in 2 rechts, mach zu. In 2 links, mach zu. In 4 rechts, macht auf über Kuppe. In 6 links, lang. In 5 rechts, lang, mach zu, 3. In 5 links, don't cut. Und rechts halten für 30. 6 links, über Kuppe, lang. Mach zu 3, don't cut, in 1 rechts, in don't cut, 3 links, 20, 6 rechts in langsam, 1 links, mach zu, in 1 rechts, mach zu, macht auf 60, über Kuppe und Ziel, 70 bis Stopp. Okay, das war eine interessante Etappe. Die war anstrengend, weil es so rutschig war, aber die war irgendwie schön, weil die so kurz war. Das hat mir Spaß gemacht. Und sah optisch halt schön aus mit der Nässe auf der Fahrbahn. Ah, okay, hab's noch nicht gesehen. Achso, das haben wir gelesen. Okay, dann schauen wir jetzt mal gemeinsam rein, wie es aktuell steht. Da El Centeno konnte sich wieder ein bisschen von mir absetzen. Aber wir sind schon noch in relativ dichten Gefilden. Der nächste hängt dann schon fast eine Minute hinter mir, also
Ja, schön, dass du auf Platz 4 da bist. Das freut mich. Normalerweise sind wir ja beide eher im unteren Drittel beheimatet. Im soliden Lower Midfield quasi, wie der Franzose sagt. Ja, Deggy immer noch auf Platz 1. Deggy, was ist da los? Du leistest ja auch keinen einzigen Fehler, oder? Ja, dann Uri 444444444 auf Platz 2. Airplayer 73 auf Platz 3. El Centinio auf Platz 4. Meine Wenigkeit auf Platz 5. Auf Platz 6 der Semmelbösel. Bitworknet auf Platz 7. Immer noch gut dabei. 25-23, gar nicht mal so weit hinten dran. Der Dude 73 ist dann schon wieder 5 Minuten langsamer gewesen. Dann Westland 34 aus Ungarn. Dann Nils Gaming, Vichorek und Strohjunge bilden den Abschluss. Deggy ist ein Cheater. Nee, du kannst ja Deggys aktuelles Rennen auf seiner YouTube-Seite sehen. Ich glaube, ich habe abonniert, Deggy. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich versuche es. In Argentinien habe ich mir eine Menge geleistet. Ja, Argentinien ist aber auch echt eine Bitch. Das muss man leider sagen. Argentinien ist kein Spaß. So, dann würde ich sagen, without further ado, wie der Franzose sagt, springen wir in die nächste und letzte Etappe, Etappe 4. Die hat eine Distanz von 11 Kilometern, 11,5 fast, und hat es in sich. Das wird jetzt nochmal anstrengend. Und ich habe weiche Reifen drauf, weil es der Deggy gesagt hat, ich hätte Mediums nehmen sollen für so eine lange Strecke. Okay, wish me luck. Und auf geht's. 4, 3, 2, 1, los. Kuppe voll, 30, Kuppe und Don't Cut, 3 rechts lang, mach zu. In 3 links, über Kuppe lang, mach zu. 30, 3 rechts lang, mach zu, über Kuppe, 30. Don't Cut, kehre links weit, macht auf. In mittig halten, über Kuppe. Mittig halten, da ist er wieder. Bin ich ja Sauna-Weltmeister. Ganz cooler Typ. Heißer Typ eigentlich. Jetzt vermisse ich ein bisschen das Rutschige von eben. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Wenn man sich dann mal nach der dritten oder vierten Kurve dran gewöhnt hat, hat sich das irgendwie geil angefühlt. Macht auf. In 5 rechts, 30, kehre links, weit. In kehre rechts, weit. Oh, wow, 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 wow. Macht auf, 30. 4 rechts lang, macht auf, über Kuppe. In 5 links lang, über Kuppe. In langsam, 2 rechts, mach zu. In 1 links. In 2 rechts, mach zu. 30, don't cut, kehre links weit. In 4 rechts. Wow, 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 nein! Ah, leck mich am Arsch! Ich hasse die Stelle. Ich wusste, die kommt hier irgendwo und ich habe nicht mehr dran gedacht, dass die jetzt kommt. Ach, ärgert es mich jetzt. Mann! Ach, wie es mich ärgert. Und ich habe es noch geahnt und bin extra auf die Bremse gestiegen und dann war ich aber schon auf dem Weg in den Abgrund. Fuck! 30 durch Tor, 6 links, über Kuppe lang, in 2 lang, macht auf. Brust unterschlucken, weiterfahren, ich weiß, aber es nervt mich sowas. Wenn ich weiß, da kommt gleich was, ich hatte es im Urin. Aber ich bin die so ewig nicht gefahren, die Strecke. Ach Mann, ey, wie ätzend. Ah, wie es mich ärgert gerade. Muss mich jetzt zusammenreißen. Bringt ja nichts. In 2 links.
Aber so ist halt Rallye, ne? Mit einem Fahrfehler kann es im Prinzip vorbei sein. Ach komm, jetzt verliere ich hier die Kontrolle. Ja, das ist der Frust, der bricht sich manchmal bei mir Bahn. Und dann habe ich Schwierigkeiten, wieder in die Konzentration zu kommen. Das ist eine meiner Schwächen. Eine von vielen, will ich sagen. Boah, der dreht sich jetzt aber auch die ganze Zeit. Ich denke, dass die Reifen vielleicht auch nicht mehr die besten sind. In 5 links und 2 rechts, mach zu 1. In 4 links und 3 rechts lang, macht auf über Kuppe durch Tor. In 3 lang, mach zu. In 4 links. In 4 rechts. In 5 links über Kuppe, extra lang. In 5 rechts, in kehre links weit. 30, Achtung, 5 links, in 2 rechts. Warum fahre ich immer so dicht in? Ich bilde mir ein, da schneller zu sein, aber das ist so kontraproduktiv, wenn man dann in dem Gestrüpp hängen bleibt. In 2 rechts lang, macht auf. 30. 3 rechts lang. In 5 links und 3 rechts lang, macht zu über Kuppe. In 1 links. In 1 rechts, macht zu, in kehre links weit. In 2 rechts, macht zu, macht auf lang, über Kuppe, 30. Kehre links weit. In 1 rechts. 30. 6 links über Kuppe. 30. Kehre links weit. Also der Abschnitt hier mit den 1000 Kehren, den mag ich nicht so gern. Das empfinde ich als sehr, sehr anstrengend. Immer wenn man denkt, oh, jetzt rollst du ein bisschen, dann kommt wieder so eine blöde Kehre. Das ist das Polyphony Digital unter den Rallye-Strecken. Don't cut. In 4 rechts lang.
2 rechts lang, mach zu, über Kuppe. In 2 links, mach zu. In 2 rechts, mach zu. In 3 links, 30. 4 rechts lang, mach zu 3, macht auf über Kuppe. In 5 links. In 1 rechts, mach zu. Scheiß Zaun. In Don't Cut, kehre links weit, macht auf. 30, 2 links, mach zu. In 3 rechts lang. In 3 links lang. In 2 rechts, extra lang, macht auf über Kuppe. In 1 links, macht zu. In Achtung, kehre rechts weit. In 2 links. In 2 rechts. In 3 links lang. In kehre rechts weit, macht zu. In kehre links weit, macht auf über Kuppe. Achtung 20, 2 rechts, macht zu. In 3 links, in 3 rechts, 30. 2 rechts lang, macht auf, 30. 3 links lang, macht zu, kehre links weit, über Ziel, zum Stopp. Oh je, gut, dass ich mich nochmal gefangen habe. Das war ja was. Uff. Jetzt bin ich aber auch froh, dass es rum ist. Das war jetzt anstrengend. Ah. Danke für die Blumen. Deggy fährt schon sehr nice. Ja, das stimmt. Deggy fährt schon gut. Wie heißt dein Channel? Der heißt Deggy2904 auf YouTube. Guten Abend, Barnim Socke. Alte Socke. Du auch hier. Besser spät als nie, jawohl. Freue mich trotzdem, dass du da bist. Hier bin echt noch abgerutscht am Schluss. War die Zeit kaputt bei mir. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Hat aber trotzdem gereicht, um vor mir zu bleiben, El Centenio. So, also, der Deggy hat das Event verdientermaßen mit 30 Minuten gewonnen. Also, geiler geht's ja kaum. Der Uri 444444 mit dem R5 ist auf 30 Minuten und 15 gekommen. Hey, schreibt der Gandalf, aber nicht an mich, sondern an den eben reingekommenen Barnim Socke. Dann El Centenio mit 33 starken Minuten, dicht gefolgt von meiner Wenigkeit, ebenfalls mit 33 Minuten. Dann 34,5, der Semmelbösel in seinem Cosworth. Dann ist schon der Bigbit am Start mit 35 Minuten. Der Dude dicht hinten dran mit 60 Minuten. Nee, da ist dann schon ein deutlicher Abfall zu verbuchen. Von 35 auf 60 Minuten. Der Westland mit 61 Minuten. Nils mit 84 Minuten, aber er ist noch dabei, nicht DNF gegangen. Dicht gefolgt von B. Wiczorek 25 mit 84, 34. Und dann leider abgeschlagen der Strohjung mit 105 Minuten. Ich denke, das ist das Maximum, was man hier haben konnte. Ja, der hat leider ein bisschen Pech gehabt. So, dann schauen wir uns jetzt das Standing an. Leider ist das ja noch nicht aktualisiert, aber ich kann mal hier parallel die Webseite noch aufrufen. Aber da sieht man, glaube ich, gar nicht das Championship Standing, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber wir schauen trotzdem hier, wie es aktuell steht. Ist natürlich jetzt noch der Zwischenstand ohne die Punkte von heute. Das müsst ihr bedenken. Die kommen dann am Samstag, wenn das Event wechselt, werden die dann draufgerechnet. Aktuell sieht es wie folgt aus. Der gute Deggy ist mit stabilen 35 Punkten, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, auf Platz 1. Der AirPlayer 73 folgt ihm mit 32 Punkten. Uri 444444 mit 24 Punkten, da ist schon mal ein deutlicher Gap. Lucifer 87 ebenfalls mit
24 Punkten. Das heißt, die teilen sich eigentlich Platz 3. Dann kommt, ich muss mal hier den Game Sound leiser machen. Mich stört gerade die Mucke. Die ist mir dann doch ein bisschen zu laut auf den Ohren. So, dann sind wir schon bei Southwest auf Platz 5 mit 19 Punkten. Der Stefan ist diese Woche auch noch nicht gefahren. Der muss auch noch mal ran. Der ist heute, glaube ich, in der Nachtschicht. Dann Leonidas 79 auf Platz 6. Dazu muss man sagen, der Leonidas ist im Moment der stärkste Fahrer im Feld, wenn ich das so überblicke. Der hat aber halt auch nur ein Event bis jetzt gefahren, glaube ich. Oder hat er zwei gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Mit 15 stabilen Punkten ist er schon am Start. Dicht gefolgt von Biggie Ginja aus der Schweiz mit 12 Punkten. Dann kommt das Mittelfeld. Angeführt aktuell noch von Mob Infantry mit 9, der ist aber auch jedes Event mitgefahren. Dicht gefolgt von meiner Wenigkeit mit 9. Dann folgt El Centino. Centino, bist du nicht alle Events mitgefahren? Bist du auch später dazugekommen dieses Mal? Richtig, der ist nur 1 gefahren. Okay, krass. Ja. Also gibt der Sieg eines Events 15 Punkte. Centino, bist du noch da, mein Lieber? Bist du nicht jedes... Doch, bin alle gefahren, hatte aber schon im zweiten DNF. Ah, stimmt, das habe ich gehört. Habe ich nicht, leider ja nicht gesehen, aber habe ich von gehört oder gelesen, als ich die Ergebnisse durchgegangen bin. Ich weiß nicht mehr, woher ich das weiß, aber es kommt mir bekannt vor. Oh, Southwest ist ja am Start. Scheiße, ich habe dich überlesen, mein Lieber. Jo, Nachtschicht, aber trotzdem im Hintergrund. Guten Abend. Schön am Lurken, wenn es um Dirt Rally geht. Das freut mich. Gut, dass du auch Ton an hast und mich hörst. Weißt du schon, wann du fährst, Southwest? Oder machst du es spontan? Hast ja dann morgen und übermorgen frei, ne? Gehe ich mal davon aus. Wirst du da fahren oder verschiebst du es aufs Wochenende? Warte mal, morgen ist ja schon... Ne, morgen ist ja schon Mittwoch. Du müsstest ja quasi morgen oder übermorgen fahren, ne? Weil Samstag ist ja schon wieder rum und Freitag gehst du ja dann wieder arbeiten, Samstag auch. Kannst ja mal Bescheid schreiben. Ich wäre auf jeden Fall gern mal wieder live dabei, wenn ich es einrichten kann. So, dann sind wir auf Platz 10 mit El Centino mit 6 Punkten. Semmelbösel ebenfalls 6 Punkte. Dann der andere Stefan auf Platz 12 mit 5 Punkten. Mittwoch oder Donnerstag, ansonsten geht nicht mehr. Ich werde es ankündigen, wenn ich fahre. Ja, das dachte ich mir schon. Okay. Ja, dann gerne auch mal beim Kollege Southwest rein followen, wenn ihr an Dirt Rally interessiert seid und oder an anderen Simulationsspielen. Der ist da auch immer gut am Start. Southwest, streamst du jetzt eigentlich fest deine Events auf Twitch oder streamst du die auf YouTube auch? Oder streamst du auf beiden Plattformen parallel oder wie läuft das da jetzt bei dir? Weil ich bin da sehr unschlüssig, wie das da bei dir jetzt läuft. Oder hast du Twitch wieder verworfen wegen unserer Diskussion neulich? So, Gruberlohnen ist auf Platz 13. Das wundert mich doch sehr. Ich gehe mal davon aus, dass der nicht jedes Event mitgefahren ist, weil der ist normalerweise weit oben mit dabei. Nils ist im letzten Event dazu gestoßen. Oder in diesem. Rallye wollte ich bei YouTube lassen, weil ich dort schon immer fahre. Okay, also klassisch bei Southwest Studio auf YouTube reinsabben, wenn ihr dort das Dirt Rally Event auch verfolgen wollt. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir uns da im Chat treffen, den ein oder anderen von euch. Yo, Westland ein bisschen abgeschlagen mit 2 Punkten. Matthias aus Ungarn, der keine Fahne mehr hat, warum auch immer, mit 1 Punkt. Und dann sind die ganzen AFKler, die leider nicht mehr mitfahren. Aktuell. Achso, der Dude 73, Strohjunge und Wiczorek, die sind aber gefahren diese Woche. Die haben nur halt noch keine Punkte. Ich glaube, Ralle ist auch gefahren. Wenn ich richtig gesehen habe, ist, glaube ich, auch einer meiner Zuschauer. Also die bekommen dann bestimmt auch noch Punkte. Hat eigentlich mal jemand was von Spitfire gehört, wie es dem geht? Oh, wer ist abgehauen? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Ach so, Deggy ist schon noch.
ins Bettchen gegangen. Alles klar, Deggy, dann hau rein. War schön, dass du da warst. Leider nichts gehört von Spitfire. Okay, weil der Kollege ist aus der Ukraine mitgefahren. Deswegen hätte mich das interessiert, ob man von dem schon mal was gehört hat. Jo, Kazoy, auch schon länger nicht mehr gefahren, war eigentlich auch ein guter Fahrer. Ja, und der Percy, ne? Da sagen wir jetzt lieber nichts zu. Gerade heute habe ich nochmal auf die Tränendrüse gedrückt, aber er will nicht. Gut, bam bam bam. Scuba 78 habe ich auch noch nie gelesen, der muss neu sein. Kommt mir gerade nicht bekannt vor. Marian? Klingt auch irgendwie neu. Bodhi, Mike und so, die kennt man ja alle. Amstaff natürlich auch. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Schon ist gut, ne? Hat jetzt auch 1,5 Stunden gedauert, der Spaß. Ich werde jetzt auch noch ein wenig das Lenkrad quälen. Bis demnächst. Ja, Gandalf, hau rein. Dir gute Fahrt. Und wir lesen uns das nächste Mal. Beziehungsweise du siehst mich. Ich lese dich. So, 3 Tage und 8 Stunden habt ihr noch, falls ihr in Etappe 5 mit einsteigen wollt. In Event 5 vielmehr. Ansonsten, ja. Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Ah, jetzt hat sich's hier aktualisiert. Dann sehe ich jetzt auch hier meine Zeiten. Ja, 5 Sekunden hat der El Centino in der letzten Stage besser gefahren als ich. Nee, länger gebraucht. Huch, Entschuldigung. 5 Sekunden langsamer war er in der letzten Stage. Deswegen bin ich so dicht rangekommen, ja. Okay, gut. So, die Musik stirbt im Hintergrund leise. Das passt mir sehr gut. Dann würde ich sagen, ich nutze diesen fantastischen Anlass und entlasse euch in die Freiheit bzw. in die Nachtschicht, die anderen ins Bett und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiederhauen und geschauen.